So, und willkommen zurück bei Let's Play Beneath the Steel Sky. Mir ist was ganz Doofes passiert. Ich habe die letzte Folge aufgenommen, es war wirklich nur noch eine Folge. Und als ich just fertig war und der Abspann beendet war und ich es ausschalten wollte, da ist mir das Aufnahmeprogramm abgeschmiert und hat nichts gespeichert. Nichts. Ich habe schon die Befürchtung gehabt, dass ich keinen passenden Speicherstand mehr habe, weil ich ja sehr sparsam immer bin mit meinen Speicherständen. Jetzt habe ich zwar einen Speicherstand, aber da ist jetzt ein bisschen was schon passiert zwischendurch. Aber nur ein bisschen, so 5 Minuten oder so waren das. Ich zeige euch kurz, was ich meine. Ich bin dann halt mit der Linkkarte von der Anita nochmal hier ins Netzwerk gegangen. Ich demonstriere das jetzt einfach nur so. Einmal. So, tschu. Gehen wir einmal hier durch. So, dann einmal das Auge erblinden lassen. Für aufmerksame Zugucker, ihr werdet es schon gesehen haben. Nein, schnell! Ah! Knapp. So, der Ritter, den haben wir ja letztes Mal schon verschwinden lassen. So, und tada! Ich habe einfach nur hier diesen Kristall mit dieser Stimmgabel hier. Also mit diesem Oszillator. Den habe ich auf diesen Kristall angewandt. Daraufhin ist der Kristall kaputt gegangen. Und dann habe ich diesen Virus halt aufgesammelt. Moment. So, eine Helix. Hobart, Institut der Cybernetik. Überprüfen Sie das Wachstum von schlechtem Gewebe, um dem Caudill-Syndrom entgegenzuwirken. So. Das war's eigentlich schon. Mehr habe ich nicht gemacht. Seid ihr also auf dem neuesten Stand? Das heißt jetzt also, dass wir das Virus auf der Karte, auf der Linkkarte von der Anita haben. Und damit gehen wir jetzt einmal ein weiter runter. Habe ich jetzt eigentlich schon... Ich bin mir gerade nicht so sicher, was ich jetzt alles schon gemacht habe und nicht. So, dann benutzen wir die Linkkarte von der Anita, wo der Virus drauf ist, mit diesem Terminal. Zack. Ha! The virus has caused the program to crash. There are strands of tissue suspended in this tank. So, und jetzt haben wir den Virus hier eingespeist. Und the monitor has gone crazy now. I wonder how the virus has affected the tissue. Aha, so, das Virus hat sich nämlich hier auf diese Gewebeproben überspielt. Deswegen nehmen wir jetzt nochmal mit der Zange eine frische Gewebeprobe. I've got a fresh sample now. Ich finde die immer noch eklig. Oh, und dann natürlich einfrieren, damit sie fahrisch bleiben. The tissue is frozen now. Ja, very nice. So, dann gehen wir weiter. Gut, der Ken, der hängt also schon fest. Ich habe echt befürchtet, dass ich das ganze Spiel nochmal von vorne machen muss. Ich habe echt befürchtet, dass ich das ganze Spiel nochmal von vorne machen muss. So, ich glaube, jetzt haben wir alles. Ich spiele es jetzt einfach auch komplett durch. Ist ja nicht mehr viel. Es waren wirklich jetzt nur noch ein paar Minütchen. Das Kabel machen wir hier an der Rohrhalterung fest. Warum? Weil wir es können. Zip. Obwohl wir eine Leiter haben, aber ihr werdet sehen, beziehungsweise Stufen haben, aber ihr werdet schon sehen, warum. Zip, 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 zip. Zip, 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 zip. So, jetzt hängen wir hier. It's sucking and stretching out for nourishment. Yum, 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 yum. Dann geben wir doch mal das virenverseuchte Gewebe hinein. Aha. Yes, I've poisoned the sludge. Und komischerweise öffnet sich eine Tür. This could be the second most stupid thing I've ever done. Also dann, übers Kabel hinein in die gute Stube. Und wen haben wir denn hier? Wer könnte das nur sein? Father? Is that Robert? Oh, my son. Why did you come here? I thought you'd be glad to see me. I did everything I could to stop you.
You're in terrible danger. Get away. I'm taking you with me. How do I disconnect you from the machine? Listen to me. Link needs a replacement for my brain. And the best choice was someone related by blood. It sent Reich and his goons to bring you here. Link killed Reich when he threatened you. But if Link wanted me alive, why did it wreck the helicopter? That was my doing, Robert. I managed to wrest control from Link for a few seconds. Long enough to cause the crash. I hope to spare you my fate, Robert. Ken, you're just in time. I thought you might need a hand, sir. Aber auch nur eine, ne? I've got a bad feeling about this, sir. Oh, 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 oh. What happened, Father? Link has rejected me. And without it, I'll die. Oh, 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 oh. Overman, ah, okay. Was passiert, Father, wenn ich den anklick? Tell me what to do. It's too late, Rob. Link has beaten us. Nein! Nein! Oh, oh, oh. Are you all right, sir? Do I look all right? Help! Das war eindeutig. Mr. Foster? Foster is no more. Der Vater ist I am gut. Link. I am the future. Oh, oh, oh. Oh, 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 das war verkehrt. Oh, das war auch der verkehrte. Das war der Speicherstand, den ich jetzt vorhin nochmal geladen habe. So. Dann nehmen wir das nochmal. Nochmal schön hier in die Öffnung. Yes, I... So. This could be the... Ja, ja. Nicht lang schnacken. So, da sind wir wieder. Ich werde jetzt auch den Text ein bisschen schneller wegklicken. Ne? Father? Ah, yes, da. Ken! I've got a bat... Fum, patata. What happened? Da, 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 da. Oh, so, jetzt. Help me, quick, what do you want me to do? Also, wenn ich das mache und das mache, dann passiert dasselbe wie vorhin, deswegen machen wir das. Sit in hier. That chair. Are you going to plug me into Link, sir? I hope you know what you're doing. Na klar. Something is happening, I think. Yes, I'm gaining control. I found my destiny, Mr. Foster! Yay! Can you ever forgive me, Robert? For letting your machine kill my mother? Please, try to understand. It was the greatest experiment ever devised. Tapping the unexplored depths of the human brain. The potential of the subconscious mind. You fused with this machine deliberately? It was a well-considered plan, my boy. Well-considered? It was nothing but megalomania. I had a dream. The fusion process was an apparent success. But the computer shared access to my human failings. It learned of greed, of vanity. It reveled in the power it wielded. I was almost powerless in the hands of this monster. Which is the monster, Father? The computer or you? Robert. Oh, Robert! You were my only reason for wanting to live. Oh, sind aber böse letzte Worte an den Vater. Father? Father! Too late! It's over now. It's over. Over, man. Und so sieht der Raum aus. Nachdem aufgeräumt About the vacancy in the sewage grading plant, Howard. Perhaps we should assign the position to Gilbert Lamb. Hello, Mr. Hobbins. Hello, son. What do you want? I've come to say goodbye. You still plan to go back to the Gap?
Yeah, I've had it with city life. I'm certainly gonna miss you both. Why don't you come too? We got enough to do. Getting Union City back to normal. I reckon you'll make a great team. Will you come back to visit us, sir? I'm not sure about that, Ken. But I'll be thinking of you. Oh, by the way, Mr. Hobbins. Here's your wrench. Thanks, son. I'll need that if Ken gives me any trouble. Goodbye, friends. And thanks. Be vigilant. Sei wachsam. Augen überall. Ja, meine lieben Freunde, das war's. Beneath a Steel Sky, eine kleine Adventure-Perle aus den frühen Jahren. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Also, ich mag dieses Spiel sehr. Ist manchmal zwar ein bisschen tricky, aber die Dialoge und das Synchron und das Setting und einfach so das Gesamtpaket gefällt mir doch sehr gut. Das wollte ich euch zeigen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ihr könnt es gerne auch selber mal ausprobieren. Mittlerweile kann man es, glaube ich, auf diversen Anführungsstrichen Internetseiten auch legal runterladen. Ich weiß nur nicht, ob es dann immer mit deutscher Übersetzung ist, aber ihr könnt es ja mal ausprobieren. Ja, ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen mehr, außer nochmal zu äußern, dass ich hoffe, dass es euch gefallen hat, das Spiel sowie mein Let's Play. Bei dieser Chill-Out-Musik, yeah. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch einfach einen Kommentar oder einen Daumen nach oben. Cha-cha-cha. Oder sogar ein Abonnement. Hinterlasst mir ein Abonnement. Oh Gott. Es ist spät, ich sollte ins Bett gehen, deswegen lasse ich euch jetzt mit dem Abspann noch ein bisschen alleine. Ich hoffe, wir sehen uns dann bei einem meiner anderen Let's Plays wieder und verabschiede mich an dieser Stelle. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao!